Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Heute zeige ich euch mal, wie man hier hinten schon sehen kann, das automatische Lager, das ich bei mir schon angefangen habe im Let's Play. Heute zeige ich euch mal, wie man das baut. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir starten einfach mal mit dem Grund, mit einem solchen Sortierablauf. Das zeige ich euch jetzt mal, was man dafür braucht. Und zwar braucht man dafür Blöcke. Abgezählt habe ich die jetzt nicht, ich glaube, jetzt ist es kein Problem. 6 Trichter braucht man, eine Güterlore, 2 Truhen, ein Redstone-Block, 13 Redstone, 3 Redstone-Fackeln, ein Redstone-Comparator, ein Verstärker und 3 normale Schienen und 2 Antriebsschienen. Genau. Vom Platz her braucht man eigentlich 2 mal 13 und 4 hoch, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ich will jetzt einfach mal sagen, zeige ich euch, wie man das baut. Fangen jetzt einfach mal unten an mit der Kiste, da wo dann die Items reinkommen, die dann sortiert sind. So, dahinter braucht man dann schon mal 4 Trichter, wo die Items dann vortransportiert werden. Da braucht man darauf noch einen Trichter. Genau, da fährt dann quasi immer die Lore drüber. Jetzt will ich einfach mal sagen, ich zeige euch jetzt, baue mal auf der einen Seite das Grundkonstrukt, braucht man hier einen Block und dann braucht man hier hinten einen Redstone-Block, damit die Schiene immer bepowert ist. Könnte man jetzt auch anders machen. Zum Beispiel hier noch einen Block dran mit einer Redstone-Fackel. Aber dann könnte man eben es nicht mehr so kompakt mehrere Sortieranlagen nebeneinander bauen. Darum nehme ich hier immer einen Redstone-Block. Dann geben wir hier hinten eins hoch. Den Block da unten können wir wieder wegschlagen und gehen insgesamt 4 Blöcke nach hinten. 4 Blöcke, 5 Blöcke. Muss ich kurz nachsehen? Ne, 5 Blöcke nach hinten. Entschuldigung. Genau. So, dann bauen wir jetzt einfach mal die eine Seite fertig. Hier kommt dann quasi die Schiene rauf. So. Und kurz überlegen. Genau. Hier ist dann die letzte Schiene. Und hier steht dann quasi die Schiene an. Also ich kann jetzt schnell mal die Schienen drauflegen, wie das dann aussieht. Und zwar kommen hier in die Mitte eben die normalen Schienen. Links kommt die Antriebsschiene und rechts kommt die Antriebsschiene. Die linke Antriebsschiene ist immer bepowert, damit das Minecart immer zurückfährt. Und die rechte wird eben nur bepowert, wenn etwas durch den Trichter durchgeht. Aber das zeige ich euch später noch. Genau, dann bauen wir jetzt hier mal das Konstrukt weiter. Zwar braucht man hier einen Block, dann hier zwei. Dann geben wir wieder eins hoch mit zwei Blöcken. Dann nochmal eins hoch mit zwei Blöcken. Dann wieder eins runter mit zwei Blöcken. Dann setzt man hier noch einen Block und dann geht man hier wieder hoch. Quasi hier wird das Signal wieder hochgetragen. Hier kann man noch einen Block setzen. Ich setze ihn immer, weil es dann von vorne schöner aussah, muss man aber nicht. Genau. So. So im Großen und Ganzen ist das jetzt mal die Grundkonstruktion. Jetzt bringe ich noch den Trichter für oben an, da wo dann quasi oben die Items drüber fließen und sich in die Trichter einsortieren. Aber das zeige ich euch später, wie das funktioniert. Genau. Bei den Trichtern ist es halt so, wenn da 22 Items drin sind, dann, also wenn man hier jetzt einen Komparator dran macht und da in den Trichter sind 22 Items drin, dann gibt er eben ein Redstone-Signal. Ab 22 geht das zwei Blöcke weit. Und wenn man hier eben dann zwei Redstone hinmacht und einen Repeater, dann kann man so eben steuern, dass es immer dann sortiert. Also das kann ich dann auch besser erklären, wenn ich es gebaut habe. Jetzt einfach mal hier zwei Redstone, einen Repeater und nochmal einen Redstone hinten. Dann müssen wir natürlich das Signal hier runter bekommen. Dafür nehmen wir hier eine Torch und hier eine Torch, nicht hier, hier eine Torch. Hier drauf noch ein Redstone, damit die verbunden sind. Dann ist die wie quasi invertiert. Also hier ist jetzt kein Signal. Dann gehen wir jetzt hier einfach vor mit den Redstone. Bis hier runter. Und hier ziehen wir das Signal wieder hoch. Das ist jetzt quasi wieder an. Wenn wir jetzt hier wieder eine Fackel machen, ist es wieder invertiert und ist wieder aus. Somit ist eigentlich die Schiene immer aus. Bloß wenn jetzt hier mehrere Blöcke drin sind, ich kann es jetzt kurz mal demonstrieren. Und zwar, wenn man, also man muss immer alle voll haben, damit das auch sortiert wird.
Und wenn man hier vorne jetzt 18 Blöcke reinmacht, dann sieht man hier nur die erste Redstone-Leitung ist bepowered, also nur der erste Block. Wenn ich hier aber jetzt ein 19. reinmache, dann sieht man, das Redstone geht zum zweiten weiter, steuert den Repeater an, der Repeater steuert die Fackel an. Somit geht die Fackel aus, geht dieses Redstone aus und geht diese Fackel an. Die Fackel ist dann an bis hier vorne, macht eben diese Fackel aus und somit diese Fackel an und dann ist eben die Schiene aktiviert. Dann fährt eben das Minecart, das ich jetzt noch nicht draufgestellt habe, fährt dann vor und holt immer zwei Blöcke raus. Das ist ein kleines, eigentlich kein Problem, dann sind halt 17 drin. Nächstes Mal, wenn man nur einen Block reinschmeißt, dann wird halt nichts gemacht. Auf jeden Fall holt das dann den Block raus und wenn es über den Trichter fährt, dann gibt es ihn wieder ab und gibt den hier in die Kiste rein. Genau, und der andere Block, der bleibt immer im Minecart. Im Minecart bleibt quasi auch immer ein Block oder ein Item drin. Und ja, so funktioniert eigentlich das Ganze. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Und jetzt kann ich euch das mal noch zeigen, wie das ist, wenn man das vollautomatisch baut. Das habe ich hier jetzt einmal vorbereitet, weil das zu bauen wäre jetzt ein bisschen heftig. Und zwar habe ich jetzt hier quasi die Sortierkiste, also hier kann man den ganzen Drop reinschmeißen. Ganz Zeug, was man halt sortieren will. Also was man auch in der Sortieranlage drin hat. Und da habe ich jetzt eine kleine Konstruktion gebaut. Und zwar fährt das Minecart hierher, holt sich quasi die Items ab und fährt hier hoch. Über die vier Trichter drüber. Ich habe jetzt einfach vier gemacht, damit das etwas schneller geht. Und fährt wieder runter und holt sich quasi neue Items, wenn dann welche da sind. Und über die Trichter wird das eben weitergegeben, hier zum Dropper. Der Dropper hat quasi wieder dasselbe Prinzip wie vorne, also wie bei den Sortieranlagen. Bloß, dass eben hier nur ein Redstone ist und sofort, sobald da auch nur ein Block drin ist, das Redstone-Signal angeht. Und dann droppt der Dropper eben hier die Items rein. Und die werden dann eben hier verteilt. Hier kann man jetzt sehen, zum Beispiel hier sind Kohle drin. Hier ist Lapis drin. Und eben, wenn jetzt hier zum Beispiel Eisen reinkommt, das läuft bis hier hinter und fährt dann quasi über diesen Trichter drüber, weil Eisen eben nicht mehr reinpasst, weil es nirgendwo dazu stacken kann. Und deswegen fährt es eben hier drüber und sortiert sich dann ein, wo Eisen ist. Also ich glaube, jetzt Eisen habe ich weiter vorne. Es würde gar nicht so weit kommen, aber nur jetzt als Beispiel. Genauso funktioniert das Ganze eigentlich. Und jetzt kann ich es euch auch nochmal demonstrieren. Ich habe hier auch was vorbereitet. Packen wir mal das ganze Zeug hier raus. Genau. Einfach jetzt mal alle Blöcke, die ich einsortiert habe, packe ich jetzt mal hier rein. Man kann jetzt entweder warten, bis die Blöcke weg sind. Oder man schmeißt einfach schon mal das Minecart an und fährt das rum. Der sortiert jetzt quasi weiter hier in den Trichter rein, der hier drunter ist. Und ja, genau. Und immer wenn das Minecart vorbeifährt, holt es sich halt wieder ein paar Blöcke. Die Blöcke gehen dann hier hoch. Über die Trichter eben in den Dropper. Und immer wenn da ein Block drin ist, gibt es eben ein Signal. Somit gehen dann die Blöcke hier rein, wo sie halt hin sollen. Und immer wenn etwas einsortiert wird, wie jetzt zum Beispiel Kohle, dann gibt es ein Signal und die Fackel hier wird invertiert. So habe es jetzt ich gebaut, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Und dann geht hier das Licht aus und dann weiß ich, ah okay, Kohle wird gerade einsortiert. Oder nichts anderes gerade. War es das schon? Ne, jetzt zum Beispiel Diamanten. Ist jetzt gerade einer gekommen. Jetzt wird wieder ein Diamant sortiert, dann geht eben das Licht aus. Wie man das hier baut, kann ich euch jetzt auch noch schnell zeigen, wenn ihr das wissen wollt. Und zwar kann ich euch jetzt hier schnell demonstrieren. Einfach hier jetzt noch quasi eine Schicht draufziehen. Und eigentlich alles, was man jetzt noch braucht, ist. Ja, das hole ich mir jetzt schnell. Ist. Okay, ich mag nicht. Machen wir es so. Genau. Alles, was man jetzt eben noch braucht, ist hier noch eine Lampe rein. Und wenn der sortiert, dann geht das eben automatisch aus. Gut, soweit. Genau den Kanal könnte ich euch jetzt noch zeigen, wie man den baut. Und zwar ist das eigentlich nur hier in Wasser gesetzt. Vorne. Das läuft dann rüber. Genau, was noch wichtig ist, wenn ihr den Kanal hier baut, mit den Trichtern, dann müsst ihr unbedingt hier dazwischen Eis oder einen anderen Block, der eben das Redstone-Signal nicht abtrennt.
Wenn ihr hier zum Beispiel einen festen Block reinmacht, also zum Beispiel den Stein hier, und den hier reinmachen würdet, würde das Redstone-Signal nicht weitergehen, weil es eben hier abgetrennt werden würde. Aber durch Eis geht das eben weiter. Genau. Darum habe ich hier jetzt Eis genommen. Da geht eben einfach, das Wasser läuft hier weiter. Man muss immer darauf achten, dass das Schild, das die zwei Wasserquellen trennt, genau zwischen den Trichtern ist. Also nicht auf einen Trichter, sonst bleibt da alles hängen. Und das funktioniert dann nicht. Genau, das war's dann eigentlich auch schon soweit. Und ja, die Konstruktion habe ich euch ja erklärt hier mit zwei ich weiß schon wieder nicht mehr, wie die heißen. Komparatoren. Funktioniert das eben. Also ein Komparator so hinstellen, dass er eben wegzeigt vom Dropper. Dann hier ein Redstone. Ein Repeater, damit das Signal eben gleich verstärkt wird. Hier ein Block und zwei Redstone und dann nochmal ein Komparator zum Dropper hin. Und dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Genau, soweit war es das dann eigentlich zu diesem Tutorial. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst vielleicht ein Abo da. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschö.